Heute bin ich in Ovi Oranienbaum und spreche zum Thema Ostdeutschland. Die Menschen in Ost- und Westdeutschland haben viel für die Angleichung der Lebensverhältnisse und der Modernisierung der neuen Bundesländer getan und geleistet. Dennoch ist die Einheit unseres Landes auch nach über 23 Jahren nach der friedlichen Revolution noch immer nicht vollendet. Noch immer liegt die ostdeutsche Wirtschaftskraft deutlich hinter der westdeutschen zurück. Viele Männer, die aus unserer Region auf Montage in die alten Bundesländer fahren, verdienen weniger als ihre Kollegen aus den alten Bundesländern. Das ist Lohndumping und ungerecht. Ich möchte mich als Bundestagsabgeordneter dafür einsetzen, dass endlich einheitliche Löhne in Ost- und Westdeutschland gezahlt werden. Es kann zudem nicht sein, dass die Menschen im Osten durch eine hohe Leiharbeitssituation und befristete Stellen geringere Berufsperspektiven haben und damit der Wegzug aus dem Osten weiterhin befördert wird. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass die Berufsperspektiven in Ostdeutschland verbessert werden. Weiterhin möchte ich mich als Bundestagsabgeordneter dafür stark machen, dass am Prinzip des Länderfinanzausgleichs festgehalten wird. Dabei müssen die bedürftigen Regionen in Ostdeutschland weiterhin mit besonderem Augenmerk unterstützt werden. Als Ostdeutscher möchte ich mich stark machen für unsere Region hier in Sachsen-Anhalt. Wählen Sie mich am 22. September für unsere Region in den Deutschen Bundestag. Wenn Sie möchten, begleiten Sie mich weiter durch unseren Wahlkreis und meine Themen.